Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa. Wisst ihr, wie man Drachen zähmt und das leicht gemacht? Mit einem Dragons-Windspiel. Habt ihr Lust, euch Drachen nach Hause oder in den Garten zu holen? Dann geht's jetzt los. Das Dragons-Windspiel wird eine Abwandlung des japanischen Koinobori. Übersetzt Karpfenfahren oder Karpfendrachen-Windspiel. Diese werden traditionell am japanischen Kindertag vor den Häusern gehisst und jeder Karpfen steht für ein Familienmitglied. So wie unsere Drachen für unsere Dragons-Familie. Bevor wir jetzt loslegen, zeige ich euch noch, was ihr alles für das Drachenwindspiel braucht. Eine Malunterlage, eine Klopapierrolle, ein Bleistift, eine Schere, einen Kleber, eine Reißzwecke, Schnur, schwarzen Bastelkarton, Farben und Pinsel, blaues Krepppapier und einen Stock. Für einen Drachen braucht ihr eine leere Klopapierrolle. Ich möchte einen ohne Zahn basteln und zeichne mir dafür zuerst seine Augen auf. Jetzt male ich die Rolle, passend zu ohne Zahn, erstmal schwarz an. Dazu könnt ihr zuerst das Innere anmalen, dann ist es nämlich einfacher, die Klopapierrolle festzuhalten. Wenn die Farbe getrocknet ist, dann malt ihr die Augen in einer hellgrünen Farbe an. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr die Ränder noch mit einem leicht dunkleren Grün anmalen und den Übergang mit dem Pinsel verwischen. Anschließend malt ihr mit schwarzer Farbe noch eine Pupille in das Auge. Mit einem weißen Punkt in der Pupille wird das Auge gleich viel lebendiger. Zum Schluss könnt ihr noch mit grauer Farbe ohne Zahns Schuppen einzeichnen. So wird er gleich viel realistischer und bekommt eine Struktur. Wenn die Rolle komplett angemalt ist, dann müsst ihr sie erstmal trocknen lassen. So sieht ohne Zahn schon cool aus. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr aus schwarzem Bastelkarton noch Ohren und Hörner ausschneiden und aufkleben. So süß sieht jetzt unser kleiner ohne Zahn aus. Wie schnell sich doch eine Klopapierrolle verwandeln kann. Machen wir jetzt aber weiter mit dem Windspiel oder besser gesagt dem Drachenfeuer. Dafür braucht ihr Krepppapier. Für Feuer nehmt ihr Rot und Orange. Aber ohne Zahn speit ja kein Feuer wie ein gewöhnlicher Drache. Deswegen nehmen wir Blau. Ich nehme mir hellblaues und dunkelblaues Krepppapier. Schneide zwei Streifen von jeder Farbe ab. Die Kreppstreifen rollt ihr auf und schneidet sie jeweils in vier Teile. Legt alle Streifen zur Seite und passt dabei auf, dass sie sich dabei nicht verknoten. Verteilt nun großzügig Kleber in die Innenseite des ohne Zahnmundes. Nehmt euch einen Streifen und drückt ihn in die Rolle. Wenn ihr mehrere Farben benutzt, dann wechselt sie jetzt immer durch, bis die Innenseite komplett mit Kreppstreifen bedeckt ist. Jetzt kann ohne Zahn Plasmablitze abschießen. Später macht das natürlich der Wind ganz von allein. Dafür müssen wir ohne Zahn an einem Stock befestigen. Nehmt euch eine Reißzwecke und stecht in die Rolle zwei Löcher genau gegenüber. Und vergrößert die Löcher mit einem spitzen Bleistift. Jetzt nehmt euch eine Schnur und schneidet zwei gleich große Stücke davon ab. Fädelt jeweils ein Ende durch das Loch und macht mehrere Knoten in das Schnurende, damit die Schnur nicht mehr durch das Loch entwischen kann. Beide Schnüre knotet ihr jetzt zusammen und ein paar Zentimeter weiter brauchen wir noch einen weiteren Knoten. Eure Befestigung sollte dann so aussehen. Mein ohne Zahn ist jetzt fertig. Ich habe ihn sogar schon an einen Stock gebunden. Außerdem habe ich noch Sturmfall mit rotem Feuer und Kotz und Wirk mit grünem Gas vorbereitet. Und mein Dragons Windspiel ist jetzt fertig. Ich freue mich schon auf einen windigen Tag, um meine Drachen beim Gas, Plasma und Feuerspucken zuzusehen. Eine genaue Bastelanleitung findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Togo-Show-Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Macht's gut!